Hallo zusammen und willkommen zu meinem Let's Play-Tutorial von Dwarf Fortress. Ja, das Spiel ist recht minimalistisch gehalten. Das ist auch noch eine ziemliche Untertreibung. Aber es macht mir tierisch Spaß und es hat eine der besten Game Engine, die ich kenne. Das heißt, die Grafik ist zwar in Anführungszeichen unter aller Sau, weil es eigentlich nur ASCII ist, aber dafür ist das Spiel selbst höchst kompliziert. Also wo andere Spiele eine Lernkurve haben, gibt es hier einen Lernberg. Also ich spiele seit 2 Jahren und ich lerne immer noch was dazu. Das soll auch abschrecken, das ist vollkommen gewollt. Das gepaart mit der nicht vorhandenen Grafik und der recht hohen Frustration, die man teilweise empfindet, wenn dann irgendwas schief läuft, schreckt halt schon recht viele Leute ab. Aber die, die dann dranbleiben, für die ist es umso interessanter. Dieses Let's Play gliedere ich jetzt ein wenig anders. Also wir fangen sofort quasi an zu spielen. Normalerweise müsste man erst eine Welt generieren und sich seine Zwerge auswählen und so weiter. Das machen wir aber alles erstmal später. Das heißt, jetzt die ersten paar Minuten rede ich noch ein wenig über das Spiel. Danach springe ich direkt in das Spiel rein, damit ihr schon mal sehen könnt, wie das Spiel an sich aussieht. Damit ihr dann auch sagen könnt, nee, das tue ich mir nicht an, das Let's Play gucke ich nicht weiter. Das ist auch vollkommen okay, genau deswegen mache ich das. Wenn ihr aber seht, ach ja, das hat Potenzial, dann bleibt doch einfach dabei. Das Spiel an sich ist in 2D gehalten, mit einer Vogelperspektive. Das heißt, wir blicken von oben auf so eine Art Spielplan herauf. Das ist in Blöcke unterteilt, ähnlich wie bei Minecraft. Allgemein kann man das Spiel als eine Kombination aus Minecraft, Stronghold und Sims, glaube ich, ganz gut vergleichen. Also es ist halt alles aus Blöcken, wie gesagt, aufgebaut, einfach nur, weil das Spielsystem so ist. Man sieht die Blöcke aber nicht voll 3D wie bei Minecraft, sondern halt nur von oben. Das heißt, man sieht dann ein Feld, da ist dann meinetwegen ein Baum, das nächste Feld, da steht ein Zwerg, das nächste Feld, da ist einfach nur Gras, das nächste Feld, da ist wieder Gras, das nächste Feld hat dann einen kleinen Busch und so weiter. Und so ist dann das ganze Spielfeld aufgebaut. Das an sich wäre eigentlich zu wenig, um sich auszutoben. Deswegen kann man auch auf der Z-Achse nach oben und unten gehen. Das heißt, man drückt dann eine bestimmte Taste und dann wird das ganze Spielfeld einfach eine Etage tiefer gesetzt. Und dann kann man gucken, was da ist. Was am Anfang nichts ist, da man noch nicht runtergebuddelt hat. Aber wenn man dann halt da sich kleine Räume zurechtgemacht hat, dann sieht man die dann auch unterirdisch. Man weiß aber während der Zeit dann nicht, was oben passiert. Das heißt, man muss recht viel hin und her blättern sozusagen in den Ebenen. Das ist recht schwer nachzuvollziehen, gerade am Anfang. Aber wenn man es erstmal draußen hat, dann ist es doch recht cool, weil die Spielwelt dadurch halt wirklich riesig ist. Man muss halt nur im Hinterkopf haben, wo ist jetzt welcher Zwerg, wer macht was und recht häufig pausieren. Aber das ist nicht so das Problem. Das Spiel ist allgemein recht langatmig, aber durchaus interessant. Aber jetzt gucke ich erstmal direkt rein. Ich drücke einfach Continue Playing. Da steht bei euch nicht. Ihr müsstet erst, wenn ihr das Spiel runtergeladen habt, eine neue Welt kreieren. Aber ich wollte euch halt mal zeigen, was ich jetzt kurz angefangen hatte. Das ist noch nichts Großartiges. Einfach nur mal testweise habe ich meine Zwerge generiert und ein bisschen schon gebuddelt. So, das ist die Spielkarte. Und ja, da seht ihr richtig. Das sind einfach nur ASCII-Symbole. Und da kann man dann hin und her scrollen. Zum Beispiel diese kleinen Grissel da, das ist ein Sandweg. Die Dinger da sind Bäume. Das da sind Büsche. Das da, die Smileys, sind unsere Zwerge. Und das hier sind Workshops, also wo man Gegenstände herstellen kann. So sieht das Spiel normalerweise aus. Ja, es ist recht abschreckend und ich finde auch für Neueinsteiger sehr unübersichtlich. Also klar, wenn man jetzt mit Zork aufgewachsen ist und allgemein mit irgendwelchen textbasierenden Spielen, dann vielleicht nicht. Aber jeder, der danach geboren ist, wird damit ein Problem haben, mich eingeschlossen. Deswegen habe ich auch einen Grafikpack installiert. Das heißt, ich pausiere jetzt ganz kurz die Aufnahme und dann sehen wir uns genau hier wieder mit dem Grafikmod. Also bis gleich. So, da wären wir wieder und das ist doch gleich schon wesentlich übersichtlicher, oder etwa nicht? Ich kann noch ein bisschen ranzoomen. Zup, 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 zup. So, jetzt sieht man hier auch richtigen Sand. Da vorne sieht man einen Hund, den habe ich vorher ganz übersehen. Hier sind unsere Zwerge, die kann man auch einigermaßen gut erkennen. Kann ich noch näher ranzoomen? Ja, ein bisschen, aber es wird gestreckt. So, hier haben wir einen Bauern zum Beispiel, der hat seinen Sonnenhut auf. Hier haben wir einen Förster, hier haben wir einen Bäcker. Ein Steinmetz und so weiter.
Das heißt, mit diesem Grafikpack ist das schon wesentlich einsteigerfreundlicher. Hier sieht man zum Beispiel Büsche und einzelne Bäume. Das ist wesentlich übersichtlicher. Allgemein spiele ich auch privat meistens mit so einem Grafikpack, einfach nur, weil es schöner aussieht. So, jetzt zoome ich auch wieder ein bisschen raus. Zup, zup, zup. So, das ist so eine gute Auflösung. Das ist nicht so gestreckt. Also ja, das ist der Hauptbildschirm. Ich bewege mich gerade mit den Pfeiltasten hin und her. Und ihr seht schon, hier sind Bereiche total schwarz und andere Bereiche werden plötzlich hier so dunkel und man sieht keine Details mehr. Das ist, weil dieser Bereich hier, wo meine Maus gerade ist, der ist eine Ebene tiefer. Und dieser Bereich hier, der schwarze, der ist nicht sichtbar, weil er halt eine Ebene höher ist. Besser gesagt, dieser Bereich ist natürlich auf derselben Ebene, aber der ist im Berg bzw. im Hügel drin. Deswegen können wir nicht sehen, was da ist. Was wir aber sehen können, was nicht wirklich viel Sinn macht, aber was wir trotzdem sehen können, ist hier Wasser. Das sind 7 von 7 Blöcke Wasser. Ich drücke mal ganz kurz K, damit kann man sich Dinge genauer angucken. Und wenn ich dann mit dem Cursor hier auf den Block raufgehe, sehe ich ein Murky Pool Slope. Also Murky ist trübe, ein Pool ist halt ein Pool, ein Wasser, wie nennt sich das? Naja, ein Tümpel. Ja, Tümpel trifft es ganz gut. Also ein trüber Tümpel ist das Feld und in dem Feld ist Stagnant Water, also abgestandenes Wasser, 7 von 7 Blöcken. Wenn ich jetzt hier irgendwo ein Loch reinschlagen würde, würden sich die Zahlen verändern. Das meine ich mit der Game Engine zum Beispiel. Die Physik Engine ist sehr, sehr gut. Besser als in vielen modernen Spielen. Das heißt, das Wasser fließt dann auch einigermaßen logisch ab. Es verhält sich auch in der Z-Achse recht logisch. Also wenn wir das jetzt als nicht als Draufsicht nehmen würden, sondern als Seitenansicht und wir würden hier runterbuddeln und dann da wieder hoch, dann würde das Wasser genau so weit absacken, dass es hier auf der gleichen Ebene ist. Wie in Real Life halt auch sich Wasser verhält. Und das können viele moderne Spiele halt nicht gut darstellen. Das spiele ich aber auf jeden Fall auch. Das heißt, Wasser und Anziehungskraft allgemein ist ein sehr wichtiger Faktor in diesem Spiel. Man kann nicht einfach in den Berg reinbuddeln und keine Stützpfeiler haben und in einer tierisch großen Fläche und dann nicht erwarten, dass alles einstürzt. Und wenn man dann unter dieser Fläche dann noch irgendwas anderes gebaut hat, dann stürzt das ein auf die Fläche, die bricht dann durch, noch weiter runter und so kann ein ganzer Turm in sich zusammenfallen, wie das Wolkenkratzer auch machen, wenn die gesprengt werden. Also ja, auf die Architektur sollte man auch achten. Aber gut, ich war gerade dabei zu erzählen, wie man sich hier orientiert. Mit den Pfeiltasten, wie gesagt, bewege ich mich hin und her. Wenn ich ganz normal den Pfeiltasten drücke, dann bewegt man sich immer nur ein Feld. Wenn man Shift und eine Pfeiltaste drückt, macht man größere Sprünge. Was auch wichtig ist, denn die Karte ist relativ groß. Je nachdem, wie groß man sie am Anfang des Spiels ausgewählt hat. Aber das werde ich euch später zeigen. Aber das ist ja alles nur auf der X- und Y-Achse. Also X hier lang, Y da lang. Jetzt wollen wir mal uns auf der Z-Achse bewegen. Und zwar hier unten sehen wir ja schon dieses dunkel hinterlegte Feld und da irgendwas Blaues. Da gehen wir jetzt mal hin. Also hier oben rechts in der Ecke, wo ich gerade hinpinge, da sieht man jetzt 1. Ich gehe jetzt ein Feld runter, sind wir auf 0. 0 ist der Meeresspiegel. Und hier sehen wir jetzt auch ganz gewohnt wieder die Bäume, den Fluss, den wir vorher nicht ordentlich gesehen haben. Dafür ist aber der ganze Bereich, wo unsere Zwerge vorhin standen, der ist jetzt schwarz. Weil wir den halt nicht sehen. Und auch die Pools, also diese Tümpel, die hier oben waren, sehen wir auch nicht mehr, weil wir halt zu tief sind. So, jetzt kann ich nochmal eine Etage runtergehen. Man beachte, hier oben ist es jetzt rot hinterlegt und wir sind eine Etage weiter unten. Und hier sehen wir jetzt den Fluss. Der Fluss ist vollkommen gefüllt mit Wasser, alles 7 von 7. Da sind hier noch die beiden Tümpel und sonst sieht man nichts. Hier ist auch noch ein kleiner Tümpel. Und hier sieht man zum Beispiel, dass das Wasser abfließt, also runterfließt. Das heißt, es sind halt nur 4 von 7 oder 3 von 7 Einheiten von Wasser auf diesem Feld. Und ich drücke jetzt mal ganz kurz die Pause weg, damit ihr sehen könnt, das bewegt sich auch richtig. Also hier ist irgendwo ein Abgrund und da purzelt das Wasser gerade runter. So, jetzt gehe ich wieder eine, also erstmal pausiere ich wieder, damit unsere Zwerge nicht sinnloses Zeug machen. Dann gehe ich jetzt eine Ebene wieder hoch. Das mache ich übrigens mit der Größer-Taste und der Kleiner-Taste. Also das ist unten links auf dem Keyboard neben dem Steuerung. So, jetzt sind wir eine Etage wieder höher. Sind wir wieder auf dem Meeresspiegel und da sehen wir uns aber gerade einen Frosch. Ist das ein Frosch? Ich scroll mal kurz mit meinem Cursor dahin. Ja, eine Kröte. Die springt wohl gerade über den Fluss.
So, jetzt gehen wir nochmal eine Etage höher. Hier sind wir bei unserem Eingang, der vom Hund bewacht wird mit dem langen Gang und hier dem Hauptraum unserer Zwerge. Jetzt gehe ich nochmal höher. Da sieht man jetzt den ersten Stock von unserer Festung. Noch einen höher. Sieht man einen Hügel und so weiter. Jetzt sind wir immer höher gegangen. Und so funktioniert das mit der Orientierung hier in dem Spiel. Das heißt, man muss immer darauf achten, wie hoch man hier ist und sich einfach im Kopf einen ungefähren Plan davon machen, wie die Festung aussieht. Deswegen sind meine Festungen meistens einfach so eine Blöcke wie hier. Und wenn ich jetzt eine Etage weiter hochgehe, zack, ist hier drüber noch ein Block. Im Idealfall wäre er direkt über dem anderen Block gewesen, aber hier ist halt nicht genug Platz gewesen. Denn wenn ich jetzt hier durchgebuddelt hätte, dann hätten irgendwelche Angreifer nicht diesen langen, verschnörkelten Weg hier unten genommen, sondern hätten einfach den direkten Weg hier durchgenommen und hätten meine Farm geplündert. Aber ja. Das meine ich mit dem Sims-Aspekt. Also die Zwerge an sich haben auch sehr viele Bedürfnisse. Also natürlich erstmal Essen, Trinken, ein eigenes Bett wie hier unten, aber auch soziale Kontakte, bestimmte Lieblingsessen haben sie nicht, haben sie und haben sie nicht. Und wenn man die dann nicht erfüllt, dann können die auch recht grumpig werden. Und teilweise auch durchdrehen, dem Wahnsinn verfallen, Selbstmord begehen, andere Leute angreifen. Also es gibt auch einen recht großen psychologischen Aspekt hierbei. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Zwerge einigermaßen gut drauf sind. Und das sorgt man halt, dafür sorgt man halt, wenn man recht früh schon Betten baut, eine Farm anlegt und darauf achtet, welcher Zwerg was mag. Das heißt, man kann auch auf die einzelnen Zwerge raufgehen und dann klicken, welche Vorlieben die haben und dann dementsprechend denen auch Zimmer einrichten. Das ist sehr viel Micromanagement. Das heißt, man guckt sich jetzt einen Zwerg an, sagt, ah, der hat gerne Birkenholz. Dann sorgt man dafür, dass in der Tischlerei ein Birkenholzbett gebaut wird, stellt das dann in sein Zimmer und sagt es, dass es ihm gehört und so weiter. Also das ist auch ein recht wichtiger Aspekt des Spiels. Das heißt, man baut eine Festung, einen Turm oder was auch immer man bauen möchte, sorgt dann dafür, dass seine Zwerge glücklich sind und zufrieden und dass sie überleben. Denn es gibt ja nicht nur das Problem, dass man die Nahrung braucht und das Trinken und so weiter, sondern man muss sich auch gegen die Umgebung erwehren. Also um irgendwelche Tiere, die in die Festung eindringen, oder um Angriffe von Goblins oder sogar richtige Belagerung von Goblins oder anderen Rassen. Dafür gibt es aber auch einigermaßen friedlichen Austausch mit anderen Rassen durch Karawanen. Das heißt, man kann Handel betreiben. Das heißt, man produziert irgendetwas zu viel und dann tauscht man mit anderen Rassen das gegen irgendetwas, was man brauchen kann. Denn die Spiel Welt an sich ist ziemlich groß, aber unser Spielfeld, in dem wir interagieren können, ist, wie ihr sehen könnt, nicht allzu groß. Ich bin jetzt gerade einmal außen rum gewandert. Das ist unser Spielfeld und aus dem kommen wir auch nicht raus. Das heißt, wenn dieser Fluss jetzt hier zum Beispiel, ich gehe nochmal eine Ebene runter, wenn dieser Fluss hier ein bisschen weiter links gewesen wäre, also gerade außerhalb unseres Spielfelds, hätten wir das ganze Spiel über keinen Zugang zu frischem Wasser. Außerhalb der Tümpel. Das heißt, man muss am Anfang ziemlich genau wählen, wo man seine Festung hinbauen möchte. Man hat aber trotzdem Einfluss auf seine Spielumwelt, denn wenn man jetzt zum Beispiel eine Belagerung hat und da ist irgendein wichtiger Herrscher der Goblins bei und man bringt den um, beeinflusst es auch die Spielwelt außerhalb dieses Spielfeldes. Genauso andersrum. Wenn man jetzt eine riesige Welt hat, in dem sich verschiedene Rassen leben, hat man wesentlich mehr zu tun hier auf unserem Spielfeld. Denn man bekommt mehr Karawanen, man bekommt mehr Belagerung und dergleichen. Wenn man jetzt aber auf einer Insel starten würde, dann würde man davon fast nichts mitbekommen, weil die Außenwelt halt ein Problem damit hat, zu einem hinzukommen. Das wird alles mitberechnet. Ich sag ja, das Spiel ist tierisch komplex. Wenn man darüber hinabsehen kann, dass man sehr viel Micromanagement betreiben muss und die Grafik halt nicht so toll ist, ist es echt ein wahnsinnig interessantes Spiel. Aber ich habe jetzt schon ziemlich viel vorweggenommen. Um hierher überhaupt erst zu kommen, muss man zuallererst eine Welt generieren. Man muss sich seine Startzwerge auswählen und die richtig skillen und die Ausrüstung geben, die sie brauchen. Das machen wir jetzt in der übernächsten Folge. In der überübernächsten Folge fangen wir dann mit dem richtigen Spielen an. Das heißt, ich werde euch Schritt für Schritt erklären, wie man was macht. Denn das Spiel ist sehr, sehr, sehr komplex, wie ich glaube ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe. Heißt, man kann jetzt nicht einfach direkt sagen, du Zwerg, dich klicke ich an, geh mal dahin und bau was. So funktioniert das Spiel nicht. Das Spiel funktioniert so, die Zwerge haben bestimmte Fähigkeiten
und denen werden bestimmte Jobs zugeordnet. Und dann erteile ich einen Job. Zum Beispiel, ich klicke hier auf den Baum und sage, der Baum soll abgehakt werden. Dann guckt das Spiel, welcher Zwerg hat gerade nichts zu tun, welcher Zwerg hat Baumhacken als Job ausgewählt. Und den Zwerg schickt das Spiel dann los, von alleine, dahin den Baum abzuhacken. Das kann ein Problem sein, wenn nämlich zum Beispiel hier gerade irgendwo außerhalb eine Horde Goblins ist, ich den Befehl aber jetzt vor einer halben Stunde erteilt habe und jetzt erst ein Zwerg dazu kommt, das abzuhacken, dann läuft der Zwerg seelenruhig einfach dahin, obwohl da Goblins sind. Das heißt, man muss immer darauf achten, welche Jobs habe ich erteilt, welcher Zwerg läuft wohin, habe ich gerade feindliche Einheiten auf der Karte und so weiter und so weiter. Ja, ich sag's noch einmal, sehr, sehr kompliziert, sehr, sehr viel zu lernen, eine sehr, sehr hohe Frustrationsschwelle braucht man, aber es ist trotzdem ein absolut geniales Spiel. Ihr müsst halt jetzt, genau jetzt entscheiden, ob ihr euch das antun wollt, denn in diesem Let's Play werde ich 90% der Zeit einfach nur vor mich hinreden, auf dem Bildschirm wird gar nichts passieren und ich werde einfach nur erklären. Das müsst ihr jetzt wissen. Mit etwas Glück sehe ich euch dann in der nächsten Folge und ansonsten sehen wir uns bei meinen anderen Projekten, die ja ein wenig lebendiger sind als dieses doch recht trockene Thema. Aber sei es drum. Bis gleich oder auch nicht.